So, die News der Woche 27 im Depack sind heute neue Gesetze, die ab Juli gelten. Eine Beifahrerin wurde von einem Jugendlichen mit einer Waffe bedroht. YouTube Barcam beim Parabol kommt wieder. Das sind die News der Woche 27. In Ansbach werden Zeugen dazu, die den Tatvordern gesehen haben. Am Dienstagvormittag gab es eine Pressemeldung von der Polizei in Ansbach, dass ein Jugendlicher mit einer Softair-Waffe auf einen 10-jährigen Beifahrerin geschossen hat. Leider wurde die Anzeige erst später gemacht und ich konnte keine Fahndungsmaßnahme eingeleitet werden. Ist sehr schade, wenn ihr Hinweise oder zu der Tat hilfreich sein könnt, dann gerne der Polizei melden. Nun wurde von den Aktivisten eine Petition gegen das Projekt des Frankenschnellwege eingeleitet. Sie brauchen insgesamt 5.500 Unterschriften von Nürnberg und der Stadtrat muss sich nochmal einig werden, was kommen sollte oder wie man das am besten umsetzen sollte. So, und neue Gesetze sind ab dem Juli ja wieder bekommen, wie zum Beispiel das Verbot von Einwegplastik und andere Zeug wurden verboten. Kinos dürfen wieder öffnen. Dritter Punkt, Real wird zu Kaufland, Edeka oder Globe oder werden komplett geschlossen. Der Mindestlohn steigt auf 9,60 Euro. Dann die Impfungen bei Kindern ist eine Grundvoraussetzung, die denn diese Masernimpfung Licht. So, ab dem jetzt werden auch die neue Rezepte auch erstmal digital versucht, bis ja, da diese ganzen Rezepte, die man vom Arzt bekommt, wenn die dann nicht mehr so ist, sondern digital, da ist jetzt, glaube ich, ein Jahr Zeit, da halt umzustellen, umzuschauen, geht das, klappt das alles. Das ist Punkt Nummer 6. Punkt Nummer 7. Es gibt ab diesem Monat kann man die Impfnachweise auch per digitale App haben. Daher da muss man echt einen digitalen Impfnachweis. So, Oitu schaltet 3G ab. Wer am 1.7. versucht hat, irgendwie wild um sich nach irgendeinem sinnvollen Netz zu suchen, hatte an dem Tag leider
kein Erfolg. Oder ich war so langsam, dass man sich nur tierisch aufgeregt hat. Wie bei mir zum Beispiel. Ich wollte Musik hören auf der Arbeit. Und dann, bam, den nicht. Weil die das 3D-Netz abgeschaltet haben. Und somit war der Hall sehr super. Hätte ich ihr mal ein paar Tage vorher mal auch informieren können. So, E-Tankstellen, Tankstellen werden allgemein teurer. Und das war schon die ganzen Sachen mit den neuen Gesetzen. Waren sehr viel. Könnt ihr euch nochmal dann ja durchlesen, was das genau alles beinhaltet. Link bei Thema Nummer 3 bei News der Woche. Jetzt kommen wir zu den Sport-News. Und das sind die Ergebnisse dieser letzten Woche. Seit dem Sonntag, dem 27. Juni, 1 zu 0 Belgien den Portugal, Spanien den Kroaten, 3 zu 5 Frankreich, den Schweiz, 7 zu 8 England den Deutschland, 2 zu 0, finde ich sehr schade, aber war auch so klar. Schweden, Däden, Ukraine 1 zu 2 im Viertelfinale waren es dann nur noch Schweiz, Däden, Spanien 2 zu 4, Belgien, Däden, Italien 1 zu 2, Tschechien, Dänemark 1 zu 2 und Ukraine und England 0 zu 4. Somit haben wir nächste Woche im Halbfinale Italien den Spanien und England den Dänemark. Und Finale steht dann am kommenden Wochenende dann fest. Und die nächste Woche von den letzten drei Spielen, da erfahrt ihr in einer Woche. So, und dann kommen wir zu den Veranstalten-News. Veranstaltung Nummer 1 ist das YouTube Barcamp. Allgemein für YouTube, Twitch, TikTok, Instagram und so weiter. Alle, die irgendwas mit Medien zu tun haben, Creator sind, Video produzieren oder irgendwas produzieren, sind herzlich eingeladen zum YouTube Barcamp 2021 im digitalen oder auch vor Ort dabei zu sein. Hier der Trailer. Und nun kommen wir zu einem zweiten Event, das findet vorher statt. Vom 9. bis zum 19.07. ist das Nürnberger Digital Festival mal wieder vor Ort. Rein digital. Für mich sind leider keine Themen dabei, aber vielleicht für euch. Und schaut auch den Trailer dann an. Dein Lieblingsfestival steht wieder vor der Tür. Vom 9. bis zum 19. Juli wird es wieder gelb. Mit mehreren hundert Events, sowohl on- als auch offline. Sind dir einfache Online-Konferenzen zu lahm? Dann tauche ein in unser digitales Festivalgelände. Erkunde die Welt und vernetze dich mit interessanten Persönlichkeiten in 16-Bit. Ihr könnt Vorträge auf unseren Stages anhören oder in den Studios und Rooms an Videokonferenzen, bei Workshops und anderen Eventformaten teilnehmen.
Bei insgesamt 12 Tracks ist dieses Jahr wirklich für jeden etwas dabei. Nach der Eröffnung am Freitag, den 9. Juli, wird am 10. und am 11. Juli unser virtuelles Barcamp den Auftakt des Festivals machen. Melde dich jetzt an unter nürnberg.digital. Ich muss unbedingt mal diese Schwarzblende hier raustun. Und damit war echt die News der Woche 27. Ich hoffe, euch hat echt gefallen. Macht gut, bleibt gesund.